So, da wären wir wieder. Und was sagt die Karte? Wir können noch da nach oben. Wir können da noch kurz reingucken. Und hier brauchten wir wieder so einen Schlüssel. Und da wussten wir nicht, wie das weitergeht. Aber gut, gucken wir es mir vorne kurz um. Da hat... WTF? Okay, die Tür ist hinter... die Wand ist hinter uns zugegangen. Na gut, schauen wir mal, was drin ist. Nichts. Empty. Empty. Man kann nichts in die Truhe legen. Das ist doch komisch. Und hier sind doch nirgendwo Knöpfe oder so. Okay. Das war jetzt komisch, aber sei es drum. Also, da hatten wir noch sowas Komisches, wo wir nicht weiterkamen. Und hier brauchten wir überall Schlüssel. Schlüssel haben wir aber keine mehr. Nee. Wie war das mit dem Schwert? Das Schwert war nicht gut. Nö, gar nicht gut. Dann bleibt wohl anscheinend nur, die Treppen hier hochzugehen. Außer wir knobeln hier noch ein bisschen rum oder probieren die Ringe mal ganz kurz aus. War gut, wo wir schon mal hier in der Ecke sind. Legen wir einfach mal jeden Ring, den wir haben. Das sind ja nur 3 Stück. Oh, das war der richtige. So, you dare challenge the power of Janna, leader of the Amazons? Tonight my warrior maidens will feast upon your hearts. You males are pathetic weaklings, unable to defeat even the youngest of my warriors in single combat. I will take for myself the pleasure of cutting out your hearts as you scream in agony for death. Yeah. Das ist eine sehr verbitterte Frau. Die aber ziemlich viel aushält. Probieren wir mal einfrieren. Nee, dagegen ist sie nicht anfällig. Probieren wir mal Blitz. Oh, und wir sollten mal probieren, uns zu heilen, sonst kippt Axel gleich um. Nein, Heilung, Heilung. Ah, zwei Hände Unruhe ist gleich besser als die Hellebarde und die Hellebarde ist schlechter als das. Ha, wir bekommen einen Schlüssel und noch ein Gang wird freigelegt. Ein Gang darüber, also eine Abkürzung. Na gut. Hier braucht man einen richtigen Schlüssel. Hier ist der Eingangsbereich. Irgendwo war hier noch eine Tür. Da nämlich. Vielleicht passt er da ja. Nee, tut er nicht. Dann hätten wir noch da eine Tür, die will ich aufkriegen. Und da mit meinem Schlüsselloch. Also rechts rum. An den beiden Treppen vorbei und... Au. Das ist nur eine Falle. Wie kriegt man die Tür auf? Hm. Was mit der Tür hier im Eingangsbereich? Die geht auch nicht auf. Ja, der Turm hier ist echt komisch teilweise. Aber na gut, das werden wir wohl mit der Zeit noch nach und nach rausbekommen. Und wir sollten gleich auf jeden Fall den Ring wieder mitnehmen. Schwupps. Weil jetzt können wir ja auch, dadurch, dass die Wand aufgegangen ist, von hinten da wieder rankommen. So, also das hat kein Schloss. Das hat auch kein Schloss, sondern einen Knopf, der eine Falle auslöst. Da ist auch kein Knopf. Und da brauchte man normale Schlüssel. Nicht diese Zauberschlüssel. Das heißt, jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr, außer nach oben zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Also schauen wir doch mal nach.
Okay. Was haben wir hier? Hier ging es weiter. Aber ich probiere lieber, ob der Schlüssel unten auch zu gebrauchen ist. Denn ich habe gerne ein Level abgeschlossen, bevor ich das andere weitermache. Das heißt, gehen wir nach oben. Wir gehen links rum. Und probieren das hier aus. Na gut, war ein Versuch wert. Das heißt, wieder hier hin, wieder hier hoch. Und klick. Das ist recht weitläufig hier. Ich mache erstmal noch keine Tür auf. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwelche Monster rauslasse. Das ist wirklich sehr weitläufig. Überall Türen, die wir auch leicht öffnen könnten. Hier bräuchte man einen Schlüssel und das war's schon. Ne, hier geht's noch weiter. Oder auch nicht. Na gut, dann fangen wir einfach mal wahllos an, Türen aufzumachen. Druckplattenrätsel. Schmerzhafte Druckplattenrätsel. Au. Das heißt, wenn sie auf der Druckplatte dreht, wird die auch ausgelöst. Das ist ja mies. Das heißt, wir... Wo wollen wir überhaupt hin? Wir wollen da in die Nische hin. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, legen was drauf und laufen weg. Naja, es klappt nicht. So klappt das aber. Das heißt, wir bahnen uns jetzt einen Weg, immer geradeaus. Was zur Hölle? Ein fliegendes Hühnchen. Ja. Aber wo kommt ihr her? Wir hatten doch eigentlich nichts anderes mehr aufgemacht. Ich schaue mal ganz kurz, ob irgendwo eine Geheimwand aufgegangen ist. Aber das sieht nicht so aus. Das heißt, das Viech ist wieder einfach irgendwo hinter uns gespawnt. Das mag ich gar nicht. Au. Ja, ich sollte aufhören, mich da zu drehen. Und schlafen würde ich auch nochmal ganz gerne. Das mache ich aber lieber unten. Denn diese fliegenden Hühnchen schmeißen Feuerbälle. Und Feuerbälle heißt meistens Flächenschaden. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So, also da wieder durch. Und da zum Druckplattendingens. Das heißt... Zauberschlüssel, du kommst mit. Ja, das musste jetzt sein. Du kommst auch mit, du kommst auch mit. Und hoffentlich war da drin nicht noch irgendwo ein Schalter. Oh, laut Karte sieht es so aus, als ob man da weitergehen könnte. Na gut, das heilen wir jetzt einfach mal gegen. Ist ja alles Magietraining und so. Ja, da ist nämlich noch eine Nische. Sehr schön. Feuerballschriftrolle. Ja, super. Ja, das sieht wirklich gefährlich aus. Heilung. 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 Und raus hier. So, ich höre schon wieder dieses Flap-Flap von den... von den Hühnchen. Aber die halten ja echt nichts aus. Aber hier ist scheinbar schon mal ein Spawnpunkt. Hilft uns jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Tun wir mal den Schlüssel hier rein. Noch weiter nach oben. Ich will nicht weiter nach oben. Ich will eine Ebene abschließen. Und wir haben noch nicht mal die unter uns abgeschlossen. Also, ja. Und hier ist schon so eine komische Tür. Sieht irgendwie so aus, als wenn das ganze Teil hier nicht zu Ende gebaut worden wäre. Können wir dich knacken?
And this is already unlocked. Oh. Oh. Dann hätten wir vielleicht aber die beiden Schlösser unten auch knacken können. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Das ist eine richtige Fallgrube. Das ist keine Fallgrube. Das ist eine richtige Fallgrube. Das ist keine. Das ist eine richtige. Das ist keine. 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 Und Schlüssel. Was hast du jetzt gemacht? Oh, da hinten ist noch was. Da kommen wir da aber nicht dran. Ha, ich hätte schwören können, da wäre eben gerade noch eine Nische gewesen. Achso, das da. Ist das nur ein Grafikglitch? Also ihr seht, was ich meine, oder? Dieser komische... Was auch immer das da sein soll. Sieht aus wie ein Schwert. Hm, na gut. Da geht's noch lang, da geht's lang. Und hier müssen wir Schlüssel gleich benutzen. Naja, um rauszukommen. Super. Und ich spring mal runter, denn ich will das ganze Lampenöl nicht verschwenden. Oh. Was hat das jetzt schon wieder gemacht? Oh, okay. Ja, hier ist unser... Oh, keine Rüstung zerstören. Hier ist unser ganzes Krimskrams. Aber wir haben wesentlich mehr runtergeschmissen. Das muss noch irgendwo nebenan liegen. Oh. Hier sind wir. Okay. Aber jetzt ist die Truhe weg. Also letztes Mal war hier irgendwie eine Truhe, wenn wir die Tür zugemacht haben. Komisch, komisch alles. Aber na gut, wir sind wieder im Erdgeschoss. Das heißt, wir können uns hier jetzt mal in Ruhe umsehen bei den beiden Schlössern, wo scheinbar richtige Schlüssel reinpassten. Oh. Hier war das mit der Truhe. Naja, wissen wir immer noch nicht. Also, wir wollen zu den normalen Schlössern. Und die würden wir ganz gerne knacken. Nehme ich hier. Das geht schon mal nicht. Das geht schon. Aber hier ist nichts drin. Das glaube ich doch wieder nicht. Karte sagt, kein Schalter, kein Geheimgang. Also es ist schön, dass wir jetzt nach und nach die ganzen Gebiete hier jetzt entdecken und aufdecken und was weiß ich. Aber ich finde es doch schon komisch, dass da einfach so Gänge sind, wo nichts ist. Na gut, also hier brauchen wir irgendeinen besonderen Schlüssel. Hier ist nur ein Schalter. Hier wissen wir jetzt, was ist. Das heißt, wir müssen nur noch irgendwie die Tür aufkriegen. Die Tür und hierfür einen Schlüssel. Oh, und was war da? Da brauchten wir einen Zauberschlüssel. Davon haben wir aber noch welche. Das heißt, wir können das mal ausprobieren. Da. It does not fit. Passt nicht. Schade. Na gut. Dann wieder nach oben und da weiter die Türen ausprobieren. Da waren ja noch so ein, zwei, wo wir nicht drin waren. Oder eher eins, zwei, na doch, sind nur drei. Hühnchen. Au, 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 au. Ich wollte doch nur dich umbringen. So, da ging es hoch, das wollen wir nicht. Genau hinter uns ging es noch weiter. Oder auch nicht. Mann, 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 der Turm ist echt komisch. So,
Also da geht's nicht weiter, dann geht's nur noch da weiter und irgendwo da. Oh, da ist noch eine Geheimwand. Und ja, ich lasse mich leicht ablenken. Aber Geheimwände sind maschig. Also fast immer. Also wie das Hinlegspielchen. Da können wir rauf. Da können wir rauf. Da können wir rauf. Da können wir rauf. Da können wir durch. Und Rapierkralle. Das klingt nicht sehr gut. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal gefunden. Das heißt, es kann einfach verkauft werden. Und was hinter der Tür ist, erfahren wir nächste Folge. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und speichern ab. LP26. Und bis gleich.